Pixlr ist eine ziemlich mächtige Bildbearbeitungssoftware, die vollständig im Web gebraucht wird. Du hast verschiedene Modi. Der ausgefeilteste ist der Pixel Editor. Und du siehst, du hast verschiedene Möglichkeiten, von einem Bild auszugehen. Entweder beginnst du bei Null oder du öffnest ein Bild vom Computer aus oder eine URL, also eine Webadresse. Das machen wir gleich. Im Hintergrund habe ich schon nach dem G20-Gipfel gesucht. Ich möchte dir kurz zeigen, wie du jetzt nach lizenzfreien Bildern suchst, die du auch weiter veröffentlichen darfst. Über dieses Zahnradsymbol klickst du auf Erweiterte Suche und hier unten hast du die verschiedenen Lizenzen frei zu nutzen oder weiterzugeben. Zu verändern wäre natürlich auch noch ideal und die Größe wählen wir auch noch gleich, nämlich groß und über Erweiterte Suche nun bekommen wir alles Bilder, für die wir die Berechtigung haben, daran herumzuwerkeln und sie sogar selber nachher wieder zu veröffentlichen. Ja, dieses hier scheint mir geeignet. Ich klicke auf Bild ansehen und bekomme so den Link zu diesem Bild. Den kopiere ich mit Befehl C und im Pixlr-Editor wähle ich jetzt Bild von URL öffnen und füge hier die URL ein. Mit OK wird dieses Bild in den Editor hineingeladen und ich kann loslegen. Ich kann dir unmöglich alle Funktionen zeigen. Wir werden nur einen ganz minimalen Teil brauchen. Jetzt geht es darum, dass dein Gesicht hier irgendwo rein platziert wird. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe mit der Webcam ein Bild von mir gemacht über Datei Open Image. Kann ich dieses Bild auswählen und öffnen und es wird in einem neuen Rahmen bereitgestellt. Mit dem Laserwerkzeug umfahre ich jetzt dieses Gesicht ziemlich großräumig, vielleicht etwa so. Da habe ich nicht alles erwischt. Deshalb mit der gedrückten Umschalttaste kann ich noch etwas zur Auswahl hinzufügen. Vielleicht auch hier noch ein bisschen vom Ohr. Und mit Bearbeiten kopieren wird dieser Ausschnitt kopiert in die Zwischenablage, mit Bearbeiten einfügen, wird dieser Ausschnitt in das andere Bild dann wieder eingefügt. Jetzt muss ich mir da ein Opfer suchen. Ja, der da hinten gefällt mir mit dem sogenannten Navigator. Zoome ich ins Bild hinein und verschiebe diese Ebene mal mit dem Verschiebewerkzeug. Vielleicht etwas so. Jetzt geht es darum, dieses Gesicht zu verkleinern. Mit Bearbeiten frei transformieren bekommst du diese Anfasspunkte, ganz wichtig, wenn du die Umschalttaste nicht gedrückt hältst, so siehst du, kann dieses Bild recht verzerrt werden, deshalb Umschalttaste gedrückt halten und so wird es proportional verkleinert. Ich werde gefragt, ob ich diese Änderung übernehmen möchte. Ich sage ja. Hoffe, ich habe es in der Größe einigermaßen erwischt. Du siehst, dieser Navigator ist ein praktisches Werkzeug. Ich lege die Zoom-Stufe fest und anschließend kann ich mit diesem Rahmen dann zum richtigen Platz fahren. Hier nun muss ich diese Ebene noch etwas verschieben. Er ist ebenso Brillenträger wie ich. So sieht es schon recht hübsch aus. Und mit dem Radiergummi und
einem relativ weichen Pinsel. Du siehst hier oben die Pinselgröße und die Pinselhärte, die man hier einstellen kann. Ich mache es ganz weich, also auf Null stellen. Kann ich nun hier diese Ränder wieder entfernen, mal vorsichtig, zaghaft. Ja, du siehst, es sieht eigentlich schon recht hübsch aus, ziemlich realistisch. Allenfalls müsstest du hier jetzt mit entsprechenden Anpassungen, die findest du hier mit Helligkeit, Kontrast oder Farbton, Sättigung, noch die Farbigkeit etwas anpassen, damit etwa derselbe Farbstich ins Bild kommt. Ich denke, so ist es schon recht gut. Schauen wir das mal an. Ja, passt wie angegossen. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen weiteren Bildmanipulationen. Versuch vielleicht, wenn dir das gelungen ist, noch eine etwas komplexere Aufgabe anzupacken.